Ja, Herr Kono, Sie sind seit dem 1. April 2020 neuer Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer in Fulda. Der erste Eindruck zählt, haben Sie in einem der ersten Interviews gesagt. Wie ist denn Ihr Eindruck von der IHK und auch von der Region? So ist es, der erste Eindruck zählt. Mein erster Eindruck hat ja schon angefangen, ich hatte es schon mal geschrieben, lange bevor ich angefangen habe, nämlich in den Bewerbungsrunden, und da war der extrem positiv. Jetzt habe ich am 1.4. angefangen, natürlich etwas anders, als ich mir das vorgestellt habe, aber gleichwohl, der erste Eindruck ist großartig. Ich habe sehr viele Gespräche mit dem nötigen Abstand führen können, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, natürlich auch mit einzelnen Unternehmern. Und die waren alle, man ist mir begegnet mit einer großen Offenheit, mit einer großen Neugier, und das ist, glaube ich, eine gute, ich sage mal, Voraussetzung, erfolgreich zusammenzuarbeiten. Das war jetzt ein Start unter besonderen Vorzeichen. Wir stecken alle mitten in der Corona-Krise, auch im Krisenmodus. Sie als IHK, auch als Geschäftsführer, haben eine Schlüsselrolle. Wie gehen Sie denn damit um? Klar, also mein Start war unter besonderen Bedingungen. Ich hätte eigentlich einen sehr, sehr vollen ersten Arbeitstag gehabt mit vielen, ich sag mal, Veranstaltungen. Wir hätten eine Vollversammlung gehabt, wir hätten eine Amtseinführung mit dem Oberbürgermeister gehabt. Das wurde alles abgesagt, natürlich. Ich sag mal, es ist ein kleines Opfer gegenüber dem, was viele Unternehmen momentan bringen oder erleiden müssen. Ich glaube, die IHK oder der IHK kommt eine ganz wichtige Rolle zu. Wir müssen und tun das auch sehr aktiv, unsere Mitgliedsunternehmen aktiv informieren über die vielen Förderprogramme, die es gibt. Es gibt ja zum Glück, die Politik hat sehr, sehr schnell reagiert und hat auch immer wieder ihre Programme angepasst. Wir unterstützen unsere Mitglieder erstmal. Wie füllt man so einen Antrag aus? Gibt es Einzelfragen? Und was wir auch tun, ist natürlich immer wieder mit Politik sprechen, auch über den Hessischen Industrie- und Handelskammertag, wenn es kleine, also Anpassungsbedarf bei Förderprogrammen gibt. Und das ist, würde ich sagen, unsere wichtigste Aufgabe. Und gerade unsere Homepage zum Beispiel verzeichnet momentan Rekordzugriffszahlen bei Corona vor allem. Wenn Sie es kurz und knapp zusammenfassen, wie ist denn die aktuelle Lage jetzt wirtschaftlich in der Region? Es ist relativ schwierig, kurz und knapp zu sagen, wie die aktuelle Lage ist. Die aktuelle Lage ändert sich täglich. Und je länger es dauert, desto schwieriger wird sie. Es gibt einzelne Branchen, die sind stärker betroffen, wie zum Beispiel Gastro und Einzelhandel. Und andere funktionieren noch einigermaßen weiter. Man kann aber natürlich sagen, wir steuern schon auf eine gewisse Delle zu. Jetzt ist ja so eine Krise, die bringt nicht nur Herausforderungen und Negatives mit sich, sondern auch Chancen, oder? Das ist richtig. Jede Krise bringt Chancen, wenn sie denn nicht zu lange dauert. Das muss man ganz klar sagen. Wenn wir in den nächsten Tagen eine positive oder eine letztendlich ein Ausstiegsszenario mit gewissen Punkten bekommen, dann kann man sagen, es gibt durchaus Lehren, die wir aus der Krise ziehen. Es ist einmal natürlich so Digitalisierung. Wir alle müssen digitalisieren. Von den Institutionen über die Unternehmen, und Digitalisierung heißt natürlich mehr als E-Mails schreiben aus dem Homeoffice und ein paar Videoanrufe tätigen. Digitalisierung ist letztendlich auch eine Einstellung, und da, glaube ich, liegt eine Riesenchance drin. Ein weiterer Punkt geht es, wir haben auch gesehen, globale Lieferketten, die von, ich sage mal, nur einzelnen Ländern abhängig sind, sind natürlich immer sehr, sehr schwierig, und wir haben gerade in der Corona-Krise gesehen, einzelne Länder fallen auf einmal aus, und das könnte natürlich auch mal passieren aus politischen Gründen. Insofern glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir das Unternehmen ihre Lieferketten diversifizieren und vielleicht teilweise sogar über eine Produktion oder Deglobalisierung nachdenken. Und da kann natürlich auch gerade für eine Region Fulda eine Riesenchance liegen. Kommen wir mal zurück zu Ihrer Person. Sie sind das neue Gesicht, die neue Stimme der heimischen Wirtschaft. Was haben Sie sich denn vorgenommen und was wollen Sie für die Unternehmen erreichen? Also erstmal möchte ich nach vier Prinzipien arbeiten. Ich möchte alles, was ich tue, sollte Mitglieder nah sein, sollte Mitglieder Nutzen bringen. Mit Blick auf die Mitarbeiter, die ganz wichtig sind natürlich, um das auch umzusetzen. Ich möchte die Mitarbeiter entwickeln und aktivieren. Es gibt einige große Themen, an denen wir arbeiten müssen in der Zukunft. Das ist einmal das Thema Fachkräfte. Die Region Fulda hat eine demografische Entwicklung, die momentan nur durch letztendlich Zuzug, Zuwanderung noch positiv ist. Das Thema Fachkräfte bedeutet auch, dass momentan auf einen letztendlich Ausbildungssuchenden, einen jungen Menschen, über zwei freie Ausbildungsplätze kommen. Und da ist es natürlich so, das ist für den Bewerber ganz toll, weil er die Auswahl hat, für das Unternehmen ganz schlecht, weil es keine Fachkräfte findet. Das ist ein Bereich, da müssen wir arbeiten.
Ein weiterer Bereich ist Digitalisierung. Das habe ich gerade schon angesprochen, da liegen riesige Chancen. Auch wir als IHK müssen natürlich digitalere Angebote für unsere Mitgliedsunternehmen bereitstellen. Da bietet jetzt die Corona-Krise durchaus eine Chance, weil es einen starken Push dazu gibt. Dann das Thema Nachhaltigkeit ist momentan etwas in den Hintergrund geraten, aber ich glaube gerade Nachhaltigkeit in dem Sinne als Dreiklang von ökonomisch, ökologisch und sozial bietet riesige Chancen, zumal auch die Region Fulda eine Region ist, die lokale Wertschöpfungsketten ganz stark in Wert setzt. Und also man sieht das an diesem Rhön-Label zum Beispiel. Und ich sehe das nicht als Bedrohung, sondern als riesige Chance. Und dann das Thema Gründung. Gründung ist es so, also nur durch Gründung schaffen wir eigentlich Innovationen. Fulda hat sehr, sehr nachhaltige Gründungen, das ist sehr positiv. Auf der anderen Seite ist aber die Gründerquote im Landkreis Fulda die zweitniedrigste in ganz Hessen. Und da ist etwas, wo auch gerade der IHK und der Wirtschaftsförderung eine Riesenrolle zukommt. Und vielleicht nochmal abschließend, ich glaube, als IHK haben wir auch die Rolle, ein positives Unternehmerbild zu vermitteln. Und da werden wir an Formaten arbeiten und, wenn es die Zeit wieder zulässt, mit Angeboten in die Öffentlichkeit gehen. Jetzt kommen Sie von der Hansestadt in die Provinz. Wie ist denn das? Wie haben Sie die Region kennengelernt? Also diese Frage habe ich jetzt schon ganz oft gehört und ich muss sagen, die finde ich gar nicht so schön, weil Provinz im Vergleich dann zu Hansestadt oder Großstadt, das wirkt immer so ein bisschen, man kann jetzt sagen, vorsichtig sagen, bescheiden. Fulda muss ich überhaupt nicht verstecken. Das ist eine ganz fantastische Region und ich bin Läufer, sage ich mal so. Ich freue mich jeden Tag, wenn ich abends rausgehe und durch diese wunderschöne Landschaft laufen kann. Insofern, bislang finde ich das unglaublich bereichernd, diese Stadt kennenzulernen, diesen Landkreis kennenzulernen. Und teilweise, wie gesagt, ich sagte schon, ist man ein bisschen bescheiden. Das muss man gar nicht, weil man hat hier wirklich was ganz Tolles zu bieten. Zum Abschluss eine Aussage, Ihre Botschaft an die Region. Ich glaube, gerade in der Corona-Krise sehen wir momentan, dass Wirtschaft, Gesellschaft, Politik zusammenhalten. Und ich glaube, dieses Zusammenhalten, was wir ganz stark in dieser Region sehen, ist etwas, was wir lange über die Corona-Krise beibehalten sollten. Und dann werden wir gestärkt in die Zukunft gehen. Osthessen News. Sehen, was bewegt.